ist der 20. September 2022 und wir haben jetzt 10.52 Uhr. Um 10.20 Uhr war ich auf der Toilette und habe festgestellt beim Abwischen, dass mein Schleimfropf abgegangen ist. Ja, ich bin ja krank, habe seit 2 Tagen Corona oder eher gesagt schon seit 3 Tagen. Ja, gestern Abend habe ich mich auch übergeben. Ich dachte, es liegt ja einfach an der Gesamtsituation. Ja, aber wie es aussieht, sind das vielleicht doch Anzeichen für die Geburt. Die kleine Maus ist jetzt aktiv. Ich habe mich jetzt auch hingelegt. Ich trinke hier noch meinen Himbeerblättertee, ob das jetzt gerade so fördernd ist. Weil eigentlich möchte ich ja nicht, dass die Geburt losgeht. Aber es kann ja bis zu einer Woche dauern. Oder sogar noch länger, wenn der Schleimfropf abgeht. Aber das Witzige ist, dass es heute einfach auf den Tag genau ist, als beim Henry passiert ist. Also 39 plus 1 ist auch beim Henry der Schleimfropf abgegangen. Aber da ist er um 18:30 Uhr, also am Abend, abgegangen und in der Nacht um 12 Uhr gingen die Wehen los. Also ich denke jetzt nicht, dass in 6 Stunden die Wehen losgehen. Also ich hoffe zumindest nicht. Ja, ich hoffe, dass es einfach heute alles ruhig bleibt und dass die kleine Maus sich noch ein paar Tage Zeit lässt, weil ich ja jetzt noch 3 Tage in Quarantäne bin. Wir haben jetzt kurz vor 1, also 12:47 Uhr. Ich habe zwar Wehen, aber noch total unregelmäßig. Ich bin auch total zittrig, weil ich einfach so wenig gegessen habe und auch so wenig geschlafen habe. Aber konnte es mir trotzdem nicht nehmen, schon mal ihre Wickelauflage hier hinzumachen und ihre Klamotten rauszulegen. Also nicht, dass ich denke, dass sie jetzt direkt kommt oder so, aber habe auch nochmal frische Bettwäsche und alles, weil wenn die Kleine auf die Welt kommt und bevor ich mich hier ins Bett mit ihr lege, möchte ich, dass alles auf jeden Fall sauber ist und frisch und ja, habe auch nochmal hier im Zimmer durchgesaugt. Maris hat zwar gestern gesaugt, aber der ist ja nicht hier reingegangen und wahrscheinlich bin ich deswegen jetzt so zittrig, weil ja, wieder gearbeitet habe. Maris ist jetzt auf dem Weg, auf jeden Fall den Kleinen vom Kindergarten abzuholen. Wird mir beim Bäcker nochmal ein paar Sachen zu essen holen, weil ja, ich weiß einfach nicht, was ich essen soll. Ich habe keine Gelüste oder sonst irgendwas. Ich habe einfach gesagt, der soll mir mal ein, zwei belegte Brötchen mitbringen und ein Käsebrötchen und so. Dann habe ich auf jeden Fall was hier. Ich überlege mich noch zu schminken. Das habe ich ja damals beim Henry ja auch noch gemacht. Aber wie gesagt, solange keine regelmäßigen Wehen kommen, warte ich noch. Jetzt werde ich mich hinlegen und versuchen, meine Augen mal zu schließen. So, ich tracke jetzt seit 25 Minuten meine Wehen. Wir haben jetzt 20:23 Uhr und ihr könnt hier sehen, das ist die Häufigkeit. Also es hat angefangen so mit 4 Minuten, dann 2, 3, also noch relativ unregelmäßig, aber im Durchschnitt so knapp alle 4 Minuten kommen die und die dauern auch fast eine Minute. Ja, also ich hatte jetzt 7 Wehen in 25 Minuten. Schon ordentlich. Ja, Maris bringt mir gleich was zu essen. Ich habe mir Sushi bestellt, weil ich heute den ganzen Tag eigentlich so gut wie gar nichts gegessen habe. Also ich bin echt gespannt. Also ich glaube nicht, dass sie heute kommt. Aber ich denke spätestens morgen Abend. Und ich muss sagen, die Wehen sind jetzt schon ganz schön unangenehm. Die kleine Maus ist auch noch sehr aktiv. Die hat gerade ganz schön Schluck auf. So, vielleicht ist das meine letzte Mahlzeit, bevor das zweite Baby kommt. Bin auf jeden Fall fleißig am Tracken. Hier sieht es aus auf diesem Bett. So, wir haben kurz nach 10, wie ihr sehen könnt. Ich habe mich ein bisschen menschlich gemacht. Also, ich tracke jetzt schon seit über 2 Stunden meine Wehen. Und die sind jetzt auch echt sehr intensiv, dass ich sogar veratme und auch schon leicht vertöne. Die kommen jetzt so alle 3 bis 4 Minuten und dauern immer eine gute Minute. Ich habe mich auch umgezogen. Ja, mal gucken, ob das mein Geburtskleid sein wird. Das hatte ich jetzt auf jeden Fall in der Kliniktasche. Oh, die nächste Wehe wird gleich kommen. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich im Bad. Oh, Marius ist unten, der hat alles vorbereitet. Er hat die Badewanne hier sauber gemacht. Hat Hector schon runtergebracht, war auch mit ihm schon draußen, hat die Heizung umgestellt, dass wir 24 Stunden warmes Wasser haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch gar kein Verlangen, ins Wasser zu gehen. Ja,
Ich weiß nicht, ich glaube kaum, dass die Kleine heute noch kommt. Also es wäre ja jetzt in 2 Stunden. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, wäre aber trotzdem schön, wenn die in den nächsten 9 Stunden kommen würde. Dann müssten wir für Henry auch keinen rufen. Dann könnte er in Ruhe weiter schlafen. Jo. Wie gesagt, die nächste Wehe kommt. Es ist schon schwer zu atmen, muss ich sagen, mit verstopften Nebenhöhlen. Aber was muss, das muss. Ich habe übrigens noch nicht meine Hebamme Bescheid gesagt. Ich habe zu Maris gesagt, ich warte noch. Und habe Maris gesagt, er soll schlafen. Ja, wenigstens einer von uns. Also wir haben kurz vor 11, also 10 vor 11. Ich habe gerade schon mal ein bisschen Wasser reingemacht. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich reingehe, aber habe schon mal Wasser drinne. Ja, die Wehen sind immer noch regelmäßig und gehen genauso lang. Ich bin immer noch im Bad, höre nebenbei Musik, versuche mich abzulenken, zu tanzen, hinsetzen kann ich mich leider nicht. Und, jetzt kommt wieder die nächste Wehe. Also die Wehen werden echt immer heftiger und ich habe mir eigentlich so vorgenommen, so um 11 Uhr meine Hebamme anzurufen. Ja, ich habe hier schon ein bisschen so für mich versucht, eine gemütliche Atmosphäre zu machen, zu schaffen. Maris versucht immer noch zu schlafen. Ist auch gut so. Ich glaube, ich muss gleich nochmal auf die Toilette. Ich habe auch hier schon einen Eistee zum Trinken da stehen und ein Wasser. Oh ja. Ich bin wirklich so gespannt, wie lange das Ganze jetzt gehen wird. Ich hoffe nicht so lange wie beim Henry. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Kleine. Und vor allem freue ich mich dann auch, Henry zu sehen, weil ich gehe davon aus, dass sie danach alle zusammen mit mir in Quarantäne müssen. Wohl oder übel. Ja, ich mache mal hier weiter mein Ding.
Schauen Sie mal an. Tag 4, also Quarantänetag eigentlich 3. Ja, was soll ich dazu sagen? Es kam alles anders wie erwartet. Wie die Geburt genau abgelaufen ist und alles erfahrt ihr natürlich in meinem Geburtsbericht. Aber Fakt ist, die kleine Maus ist da, sie liegt hier. Wir haben jetzt kurz nach 10 Uhr morgens. Meine Symptome halten sich noch in Grenzen, also ich bin sehr nasal, wie ihr hören könnt. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich mal meine Kraft sammeln und duschen gehen. Jo, alles andere, wie gesagt, erfahrt ihr dann in den nächsten Tagen in meinem Geburtsbericht. Also, auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr das Video nicht verpasst. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.